Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us Remastered Left Behind. Also das DLC von The Last of Us. Und wir sind hier wieder in der Zeit, bevor wir Joel kennengelernt haben. Und haben den Strom angeschaltet in diesem Kaufhaus. Ja, es sieht nett aus. Mal schauen, wo es hinführt. Das sieht cool aus. Hast du Lust? Na, warum nicht? Und los. Okay. Ja! Bist du bereit? Was machen wir? Wow, wow, wow. Riley, komm her! Nein, du schaffst das. Los. Oh Mann, das ist irre. Es ist geil gemacht. Richtig geil gemacht. Komm schon, komm hier hoch, setz dich neben mich. Okay, warte. Nein. Ich bin doch gerade erst drin. Lebe! Also, ich fand's toll. Da hast du's. Ich fand's auch toll. Oh. Ich hab ja noch was. Was ist das? Was sagt der Hase zum Igel? Was ist das? Du bist so spitzfindig. Nee, oder? Du hast noch ein Witzbuch entdeckt? Was bekam der Kannibale, als er zu spät zur Party kam? Die kalte Schulter. Hier, für dich. Weißt du, du könntest glatt wieder meine beste Freundin werden. Ich meine ja nur. Ich kenn dich doch. Ich meine ja nur. Ich meine ja nur. Aha. Okay, bist du bereit? Bereit. Also ein Witz. Was bestellt ein Hund im Restaurant? Bellkartoffeln. Ah! Oh, sehr gut. Der war gut. Also noch einer. Ein gekochtes Ei am Morgen ist kaum zu schlagen. Witzig, lustig. Das gefällt mir. Gut, einer noch. Ich lese gerade ein Buch über Antischwerkraft und ich kann es einfach nicht weglegen. Schön. Ja, der ist klasse. Noch einer. Warum wachsen auf dem Mond keine Blumen? Es gibt zu wenig Erde. Oh. Hey, total bescheuert, Mann. Also gut, noch ein Witz. Wohin geht ein Wal zum Essen? Ins Wahllokal. Oh. Ins Wahllokal, ja. Albern. Das ist so albern. Was heißt Geigenkasten auf Spanisch? Fidel Castro. Ja. Du, oh. Den kannte ich schon. Wie entstehen Kinder? Na, in Teamarbeit. Oh, ja. Okay? Ja. In Teamarbeit. Ja. Gut, wir stecken das Boomer wieder weg. Ich stecke es schon weg. Hey. Sonst stehe ich hier noch eine halbe Ewigkeit und höre mir Witze an. Ich nehme mal... Oh, Küchennotiz. Donnerstag. Ich bin so ein Arschloch. Unterschreibe ich. Entschuldigung. Vor ein paar Tagen kam ich früh von meiner Patrouille zurück und da sitzt die kleine Ellie neben meinem Zelt und streichelt mein Pferd, während sie sich die Augen ausheult. Und was mache ich? Ich hau ab, bevor sie mich bemerkt. Ich meine, was zum Teufel soll ich ihr sagen? Hey Winston, hey Ellie, kannst du bitte aufhören zu weinen? Es stört mich, danke. Ja, das wäre toll. Ja, das wäre toll gelaufen. Sie ist immer so fröhlich mit ihrer endlosen Fragerei, dass man gar nicht auf den Gedanken kommt, dass sie tief im Innern so traurig ist. Sie trägt diese Maske wirklich gut. Ich bin so ein Arschloch. Tja, jetzt wo ich es durchgelesen habe, bist du definitiv. Wie machst du das? Was? Pfeifen? So...
Okay, so. Übung macht den Meister. Das weckt Erinnerungen. Mann, oh, das... ich gebe auf. Du schaffst das. Vielleicht. Das weckt Erinnerungen. Will ich da wirklich schon hoch? Habe ich alles erkundet? Ja, ja, komm. Ups. Wow. Wir verweilen nicht lange. Schau dir das an! Wir gehen nachher gleich rechts rein. Ich will nur noch kurz gucken, ob wir da was Nützliches haben. Kann man da rein? Nee, ist wahrscheinlich... ja, abgeschlossen, abgeschlossen. Wir gehen in die Spielhalle. Oh, das gibt's doch gar nicht. Hab's doch gesagt. Okay, mal gucken, was noch ganz ist. Irgendeiner muss noch funktionieren. Ups. Der hier. Come on. Nein, sag jetzt nicht, er ist kaputt. Er ist kaputt. Mann, ich wollte so gern damit spielen. Kannst du doch. Wie? Okay, komm her. Schließ die Augen. Na los. Okay. Damit bewegst du dich. Damit bockst du und damit trittst du zu. Und zum Blocken den hier. Okay. Zuerst wählst du deinen Charakter. Du spielst als die unaufhaltbare, krallenschwingende, umwerfend schöne Angel Knives. Soll ich mir das jetzt alles vorstellen? Augen zu. Okay, sorry. Sie steht am Rande des Schattentempels. Ein uraltes, mystisches Gebäude, wo die Turniere der Unsterblichen stattfinden. Dein Gegner, Blackfang, tritt aus dem Tempel. So ein weißer Muskelberg mit drei Armen. Das auf dein Blut aus. Die Musik wird lauter, als er seine Kampfstellung einnimmt. Bereit? Und wie? Runde 1. Kampf! Runde 1 beginnt. Blackfang rast auf dich zu. Er greift dich mit einem Doppelschlag an. Spring hoch! Nein, drücke oben zum Springen. Ach so. Ja, er schießt an dir vorbei. Du landest hinter ihm. Schnell, schlag ihm in den Rücken. Und los. So richtig eins mit dem Ellbogen. Kostet ihn 15% Gesundheit. Ja, er wirbelt herum und startet einen Schattenklauenangriff. Was soll ich tun? Zurück und blocke zum Kontern. Du musst sie gleich verhindern. Er schlägt dich. Ich kann noch nicht beide. Gleichzeitig. Ja, doppelt. Okay. Ach, so funktioniert's. Gnadenlose Combo. Ich nehm dich auseinander. Verdammt, das war falsch. Los. Ich krieg dich. Nein, das war der falsche, verdammt. Jetzt. Los. Ja. Mach ihn platt. Der Bildschirm wird dunkel. Angel Knives Klauen fangen an zu glühen. Sie durchbohrt seinen Körper wieder und wieder, bis ihm das Herz aus dem Oberkörper springt. Sie holt mit ihrem Bein aus und schlägt ihm mit einem Roundhouse-Tritt den Kopf ab. Eine Blutfontäne ergießt sich aufs Spielfeld. Das ist ein Ultra-Kill. Angel Knives reckt die Fäuste in die Luft. Du hast gewonnen. Ja, ich hab gewonnen. Nicht schlecht fürs erste Spiel. Und? War ganz okay. Ach, komm schon. Ja, hat Spaß gemacht. Hörst du das? Hey, hör mal. Wir sollten zurück. Ich muss zurück. Du hast noch jede Menge Zeit. Riley, ich kann mir solche Sachen nicht mehr erlauben. Wir machen einfach morgen weiter. Geht nicht. Na,
Dann halt irgendwann anders. Okay, Firefly-Braut, wann? Sie wollen, dass ich verschwinde. Verschwinden? Aus Boston. Ich soll zu einer Gruppe in einer anderen Stadt. Ich habe gesagt, dass ich in Boston bleiben will. Aber du weißt ja, wie Marlene ist. Nichts macht sie einem leicht. Alles ist ein Test. Sie holen mich morgen ab. Okay. Das war alles? Na, was willst du denn hören? Was weiß ich? Wie wär's mit einem guten Rat? Ich mein's ernst. Warum hast du mich hierher gebracht? Ich wollte dich sehen. Nein, warum hast du mich hierher gebracht? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Du willst meinen Rat? Geh. Na los, verabschieden wir uns. Ich schau mal, woher die Musik kommt. Riley! Riley! Verdammt! Wo zur Hölle ist sie hin? Riley! Riley! Na super. Ist die Musik noch da? Ich höre nichts. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl dabei. Irgendeiner von euch ist ganz sicher nicht echt. So. Ja, es fällt ihm ein. Ihr. Is. Whatever. Hast du sowas schon mal gesehen? Ist unser Gespräch beendet? Keine Ahnung, ist es? Du hast keinen Grund, sauer auf mich zu sein. Ich bin sauer auf dich. Warum? Weil ich deine Meinung hören wollte? Wann war dir meine Meinung je wichtig? Es war doch gut. Es war verdammt gut und dann sagst du, ich soll mich verziehen und verschwindest einfach? Dieser ganze Tag Fühlst du dich schuldig? Soll ich's dir leichter machen? Bitteschön, kannst du gerne haben. Ich müsste eigentlich auf der anderen Seite der Stadt sein. Wenn ich als Firefly erwischt werde, bin ich tot. Wegen Schuldgefühlen habe ich nicht eine Stadt voller Soldaten durchquert. Und ja, ich habe Dinge getan, die ich gern ungeschehen machen würde, aber ich versuch's. Apropos. Diese Wasserpistolen, auf die du scharf warst? Dafür hätte man mich fast erschossen. Überraschung. Okay. Zuerst mach ich dich fertig. Und dann reden wir. Mach dich auf eine Dusche gefasst. Mal sehen, was du drauf hast, Firefly. Mach's dir nicht zu bequem. Ah, da muss ich mehrfach. Jetzt ist Ellie, sie geladen. Komm schon! Voll auf! Dafür wirst du büßen. Komm. Und gefällt dir das? Ja, siehst du? Verdammt. Nein. Oh. Oh, Mann. Platsch. Ich hab dich
kaum ein Streifschuss. Du triefst. Okay. Du zählst bis 5. Ich versteck mich und dann jagen wir uns. Wer zuerst getroffen wird, verliert. Schön. Schließ die Augen. 1, 2, 3, 4, 5. Ich komme! Ach, das waren die. Ich habe da Licht im Schatten im Hintergrund gesehen. Ich hatte schon Angst. Also. Mal kurz 100%. Kann ich? Also ich leicht wahrscheinlich auch. Hast du schon Angst? Ah! Verdammt! Okay, gewonnen. Okay, wer 2 von 3 schafft. Also nochmal. Na gut. Geh. 1, 2, 3, 4, 5. Du bist tot. Wo bist du? Da ist sie. Verdammt. Oh Mist! Oh Mist, was habe ich getan? Hast du sowas schon mal gesehen? Okay. Die Hundemarke gehört aberkannt. Wow, jetzt bist du gemein. Jetzt reicht's. Wir machen's nochmal. Riley, ich würde so gern weitermachen. Aber du musst zurück. Aber ich muss zurück. Okay, gut. Kann ich ein Stück mitkommen? Denk schon. Dann komm, ich hole meinen Rucksack. Na dann, auf zurück. Hey, also... Das kam vorhin blöd rüber. Aber ich hab's echt so gemeint. Du solltest gehen. Das ist etwas, was du schon immer wolltest, seit... Du weißt schon. Seit Ewigkeiten. Soll ich dich aufhalten? Nur du könntest das. Nein, bitte geh nicht. Ich werde dich so furchtbar vermissen. Ich komm klar. Du kommst klar. Und wir werden uns wiedersehen. Behalte du sie besser. Ich kann mit denen nichts anfangen. Hast du eigentlich deinen Walkman noch? Na klar. Zeig mal her. Hier. Was ist drin? Das Band von dir. Du wirst mich wirklich furchtbar vermissen. Klappe. Lass liegen, komm mit. Was soll das werden? Wart's ab. Sowas Albernes. Komm schon. Komm. Was ist denn? Hey, was ist los? Bitte geh nicht.
Wofür? Was machen wir jetzt? Uns fällt schon was ein. Aber ich fürchte, Marlene spielt da nicht mit. Scheiße. Okay, ich bin gerade ein bisschen perplex. Das war ziemlich speziell. Und irgendwie auch erotisch. Und dann wurde der Moment gerade mal einfach so zerstört. Ja. Ich sehe aber, es ist Zeit. Das heißt, wir machen eine Pause. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von The Last of Us Remastered. Left Behind, oder? Ich vergesse den Namen jedes Mal. Das DLC auf alle Fälle. Ich freue mich drauf. Bis dann.